Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum A Link Between Worlds Randomizer. Es geht wieder weiter, wir sind aktuell in House of Gales, keine Ahnung. Kämpfen uns hier tapfer durch. Ach du Scheiße. Och nö. Wisst ihr noch im letzten Part? Das war richtig kacke. Das wird jetzt genauso kacke werden. Oh Mann. Warte mal, ich habe da in der Mitte so einen Schalter. Nee, das ist kein Schalter. Oh, ich kann die... Ah, ich kann die vielleicht einfach alle runterwerfen. Das ist natürlich... Wäre natürlich am angenehmsten. Können wir das irgendwie so auf die Ketten kriegen. Wenn die sich alle... Wenn die einfach alle runterspringen. Das wäre doch super angenehm, oder? Guck mal. Oh, schön. Na toll. Ja. Herzchen. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Muss ich jetzt eine Runde laufen? Ist das euer Ernst? Warum macht ihr das, sowas mit mir? Ach, Mann. Jetzt auch nochmal schöne Herzchen. Ich muss sowieso... Okay, ich brauche sowieso den Schlüssel. Hilfe. So. Da ist er. Okay. Heißt, die letzte Truhe ist auf jeden Fall eine Bonustruhe. Nee, na, na, nie, nein. Hm, nix drinne. Traurig. Okay. Hier vielleicht noch ein paar Herzchen oder so. Ja, ein bisschen Geld. Wir brauchen 3000 Rubine für die Feenquelle. So, und hier... You got a letter in a bottle. Wir haben jetzt erstmal alle 5 Flaschen, Leute. Das ist ja unglaublich. Erstmal so, ne? Und wer kriegt denn den Brief? Das habe ich ja. Ich habe auch keinen Plan mehr, wer den Brief bekommt. Aber sehr interessant. So. Jetzt ist die große Frage. Können wir diesen Bosskampf bestehen? Na, na, na. So, ich mache mal einen Save Point. Spielstand. Speichern. Und dann gehen wir mal rein. Wir gucken einfach mal just for fun, was da drin ist. Und ob wir es besiegen können. Okay, wir haben ein Auge. Okay, wir können schon mal oben drauf. Können wir es eineisen? Wir können es auch einfach eineisen. Wir müssen... Okay, cool. Wir müssen gar nicht so machen, wie es, glaube ich, regulär gedacht ist. Wir können es einfach eineisen. Außer jetzt natürlich. Jetzt müssen wir... ausweichen. Wir müssen einfach nur ausweichen, oder? Oder müssten wir jetzt theoretisch was machen? Wir können auch den machen. Ah, okay. Wir brauchen hier auch die Boots. Okay. Wusste ich nicht mehr. Wir müssen mit den Boots dranrempeln und jetzt können wir wieder Eis machen, ne? Sehr schön. Leute, wir können den ersten Boss besiegen. Also einen der ersten Bosse. Ich freue mich gerade richtig. So, dann machen wir noch einen Tower drauf hier. Dann rempeln wir nochmal eine Runde. Zack. Autsch. Aber ich krieg keinen Schaden, wenn ich runterfall. Das finde ich immer irgendwie ein bisschen komisch. So, und da ist Auge wieder. Ha, Leute, wir haben den ersten Boss geklatscht. Geil. Ah, schön.
Bin ein bisschen stolz auf mich. Freue mich auch ein bisschen. So, ein Herzcontainer, der vielleicht keiner ist. Und das Bild von ihm. Heißt das, wir bekommen jetzt die Freischaltung? Warte mal, erstmal. Mai Mai, was denn sonst? So, Touch. Bekommen wir jetzt die Freischaltung? Warte mal, er war jetzt er hier. TT, TR, Tower of, keine Ahnung, Tower of Gales. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist normalerweise der zweite Dungeon, oder? Ist das richtig, TR? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben Mai Mai bekommen. Hätten wir jetzt eigentlich den Sandstab freigeschaltet? Oder was hätten wir jetzt bekommen? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall nochmal rein, weil wir haben noch einen Raum offen hier drinne. In dem wir noch gar nicht drinne waren. Da würde ich mal ganz kurz reinspielunkern. Aber ich... Ah, guck mal, wir haben sowieso hier noch eine Schatzkiste. Eine Schatzkiste und ein offener Raum ist noch da. Ich würde sagen, das holen wir uns auf jeden Fall mal ab, oder? Auf jeden. So. Okay, wir müssen noch irgendwie darüber. Ich glaube, das Einfachste ist, wenn ich erstmal den mache. Ich brauche eine bessere Waffe, ey. Das ist einfach nur anstrengend hier. So, ich gehe mal hier runter. Und dann müssen wir halt mal gucken. Die Frage ist jetzt halt... Kann ich vielleicht so machen? Nee, das klappt schon mal nicht. Also ich muss, glaube ich, wirklich in den Raum da drüben rein. Ich muss da rauskommen, damit ich da drüben an die Schatzkiste rankomme. Das heißt, ich glaube, wir müssen irgendwie von hier darüber kommen. Vielleicht können wir hier so eine ganz lange Runde laufen. Sieht jetzt erstmal nicht schlecht aus. Nur Mana wird bald alle. Ne, ich komme hier auch nicht weiter. Ah, hier. Ich kann einfach hier rüberlaufen, ne? Ne, geht auch nicht. Hä? Hier? Ja, da komme ich auch nicht weiter. Schnell! Hä? Wie komme ich denn da rüber? Hier, hä, bin ich doof? Es ist so easy. Bin ich denn doof? Es war richtig easy, Leute. Oh Mann. Okay, ich wechsle mal den Stab. Natürlich werden jetzt nur die oberen angegriffen. So. Ich gehe einfach mal runter. Keine Ahnung. So, zack. Ich weiß halt nicht, bringt's was, wenn ich hier alle töte? Ich meine, theoretisch haben wir hier keine Schatzkiste mehr oder sonstiges. Ey, dass hier nur alle oben getroffen werden. So. Den Rest mache ich mit der Lampe, würde ich sagen. Hallo. So, Lulu. Ich weiß halt nicht, bringt's was, mir das da zu holen da oben? Jetzt komme ich eh nicht mehr hoch. Oder? Komme ich hier so lang? Geht das zufällig? Nee, natürlich nicht. Mann! Weil da sind ja alle Ratten wieder da, wenn ich jetzt weggehe, oder? In dem Topf ist einfach das Geheimnis des Lebens. Kann's aber auch nicht. Kann ich den Topf irgendwie kaputt machen? Geht das so vielleicht? Ah, wow, war nix drin. Das ist nämlich das Geheimnis des Lebens, nix. Geil. Okay. Die letzte Schatzkiste in diesem Dungeon. Wir kriegen noch ein Mai Mai. Naja. Haben oder nicht haben. Das ist hier die Frage. So. Zack, zack, zack. Und raus hier. Gut, Leute, wir haben unseren ersten Dungeon komplett abgeschlossen. Also wir haben auch alles completed. Ich bin sehr stolz auf uns.
Wir können erstmal voller Imbrunst hier rausgehen. Und er sagt mir, ich soll mal speichern. Okay, cool. Freut mich. Ich glaube, wenn wir jetzt einmal so dabei sind, würde ich gleich nochmal die Wasserwege abchecken. Und zwar hier oben. Da haben wir auch ein bisschen was zum Sprengen. Wir haben ja auch Bomben jetzt. Wir können so viel machen. So. Also wir haben echt viel zu tun. Und wir haben den ersten Dungeon abgeschlossen. Guck mal, hier zum Beispiel können wir eine Bombe legen. Zack. Da haben wir schon mal einen Durchgang unbekannter Art. Und kriegen schon mal Geld. Ich vertraue hier niemanden. Ju! Das wäre jetzt der Shortcut, ja? Okay. Also das war jetzt die Höhle. Das war nicht der Shortcut, das war die Höhle. Ich weiß, wir haben auf jeden Fall hier auch noch irgendwo Höhlen gehabt, wo wir es sprengen konnten. Aber die Höhle war vorher auch noch nicht da, oder? Die ist jetzt auch eben erst aufgegangen, glaube ich. Ich latsche hier mal ganz kurz durch. Ihr hattet auch gesagt, ich habe, glaube ich, oben noch einen Raum vergessen, ne? Die Frage ist, können wir Arganem jetzt mittlerweile auch töten? Brauchen wir dafür unbedingt die Pfeile? Oder geht da vielleicht auch was mit anderen Gegenständen? Eisstab, Bomben etc. Vielleicht kann ich einfach eine Bombe rüberwerfen. Mal hier kann ich mir zum Beispiel schon mal was in die Schattenwelt bomben. Aber ich glaube, hier waren wir auch schon in der Schattenwelt. Ich glaube, hier brauche ich einfach nur den Hammer. Nee. So, hier waren wir noch nicht drin. Zack. Gehen wir mal hier rein. Das ist nur eine Feenquelle. Schade. In der Schattenwelt waren wir hier, glaube ich, schon drin. Wir können noch mal... Okay, da oben ist ein Maimai unterm Stein, glaube ich. Ich check's mal kurz aus. Ob wir hier noch was machen können. Ich glaube, hier können wir gar nichts machen. Doch, guck mal, da drüben ist eine Höhle. Waren wir da schon drin? Ich erinnere mich nicht, dass ich da drin war. Tralala. Wo geht's denn da hoch? Geht's da direkt wieder in diesen Wald? Ja. Okay, da waren wir ja soweit fertig. Da könnte man direkt auch in den Dungeon, glaube ich, rein. So, ich gehe nochmal da drüben mal in die Höhle. Wenn ich hätte ich gesagt, können wir auch nochmal in den Dungeon rein? Noch eine Fee. Einfach zwei Feen. In der Schattenwelt. In Lurule, sorry. In der Lurule Schattenwelt. ist die Fee einfach gewachsen. Okay, also hier ist erstmal nichts mehr weiter. Außer ein Maimai. Was wir aber aktuell noch nicht abholen können, weil uns die besseren Handschuhe fehlen. Leider. Okay. Bin ich fein mit? Haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir tun können? Bombenmäßig auch vielleicht. Guck mal hier. Hilfe! Ist einfach nicht gestorben. Der spinnt wo? Jetzt mal das Herzteil. Wenn es eins ist. Ne, es sind 50 Rubine. Schade, ich hätte mich über das Herzteil mehr gefreut. Aber zumindest haben wir bei 3000 Rubine, auch wenn ich gar nicht mehr weiß, wo diese Fee war. Die war auf jeden Fall irgendwo in der Schattenwelt, oder? Ich glaube, ihr hattet gesagt, die war neben der Bombe. So, ich glaube, das war alles, was wir jetzt mit Bomben machen konnten. Hier zumindest. In der Area. Vom Ostpalast. Ich gehe nochmal kurz in den Dungeon rein. Vielleicht können wir den ja jetzt auch abschließen. Vielleicht können wir Yuga besiegen. Aber nicht, wenn ich den Weg gehe. Nee, 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 nee.
Geh doch mal weg, Mann. Weißt du was? Ich porte mich da einfach hin. Ich bin einfach so frei und porte mich direkt zum Ostpalast. Ja, nee, hat glaube ich gesagt, ich habe da noch einen Raum vergessen. Aber vielleicht habe ich das auch schon nachgeholt. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Wir gucken mal ganz kurz. Ob ich hier mittlerweile... Ja, keine Ahnung. I don't know. Da waren wir zum Beispiel noch nicht. Und das sollte mit dem neuen Eisstab doch möglich sein. Jo. Dahin zu kommen. Easy. Ja. Und Schatzkiste. Mai Mai. Was auch sonst. Wir kriegen hier nur Mai Mais gefühlt. So, ich weiß halt auch nicht, ob wir hier schon irgendwas gefunden haben. Nee, können wir nicht. Wir haben, glaube ich, den Kompass hier auch noch nicht gefunden. Sonst hätten wir... Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sonst hätten wir das angezeigt bekommen gehabt. Dass da eine Schatzkiste ist. Haben wir aber nicht. Heißt, hier irgendwo ist noch der Kompass versteckt. War ich denn in dem Raum hier schon drinne? Und hab mir da die Schatzkiste geholt? Ne, guck mal, da waren wir nämlich auch noch nicht. Und da muss ich auch etwas schnell sein. So. Das war super. Ich mach's mit dem Eisstab. Es geht, glaube ich, effizienter. So, zack. 100 Rubine. Das ist aber auch nicht der Kompass. Schade. Und hier kann man doch noch so durchlaufen, ne? Da gibt's hier eine Feenquelle. Naja. Okidoki. Dann hätten wir das auch. Gibt es denn hier sonst noch etwas zu tun? So, hier haben wir auch schon alles. Oh. Na, na. Richtiger Bossfight hier. Ich glaube, da haben wir dann nur die Schatzkiste bekommen. Na, hier gibt es jetzt auch erstmal nichts weiter. Nö, dann haben wir hier die Bodenplatte. Zack, ich durchstrome hier gerade nochmal alles. Also wir haben auf jeden Fall schon mal zwei Schatzkisten nachgeholt. Das ist doch schon mal ganz schön. Gehen wir mal in die nächste Etage. So. Ah ja. Ich gehe hier nochmal ganz kurz Revue passieren, okay? Warum sollte ich da... Ich habe keine Ahnung. Nicht fragen, einfach weitergehen. So. Aua. Tschüss. Shit. Skelette sind wieder da. Und das war auch alles für umsonst, ne? Ja, weil wir hier schon drin waren. Okay, ich gehe wieder. Tschüss. Gibt es hier keinen Kompass? Ah, doch, hier, guck mal. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Aua. Ich habe auch kein Schild. Doch, ich habe ein Schild. Aber der benutzt das Schild nicht. I'm going harder here. So, geht auch ohne Bogen. Nee, nee. Ah, schön. Fallen wurden auch ausgeschaltet. Ja, super, Leute. Dann können wir vielleicht unter Umständen noch ein Maimai einsacken. Ah, den Kompass haben wir trotzdem nicht bekommen bisher.
Kacke. Aber nö, man kriegt keinen Herzenschaden durch Fallschaden. Das finde ich irgendwie ein bisschen lame. Langweilig. Ah, schon wieder lange kein Item bekommen. Das heißt, das hier ist auch alles eher so nebensächlich, ne? Was gibt's hier noch irgendwo eine Schatzkiste? Wenn man alle Gegner tötet oder so? Oder irgendwo auf eine bestimmte Platte tritt? Whatever. Ich war ja die letzten Male so ein bisschen faul, was das angeht. Gegner zu töten. Hallo. Siehste? Gibt's auch noch eine Schatzkiste für. Eigentlich musst du immer alle Gegner töten. Aber manchmal bin ich halt wirklich faul, was das angeht. Aber es ist auch nur ein Herzteil. Mir fehlt irgendwie immer noch der Kompass. Falls es hier einen gibt, ich weiß es nicht. Falls ihr noch eine Idee habt, wo der Kompass sein könnte, schreibt mir das gerne mal. Weil ich habe, glaube ich, keine mehr. Und ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende angekommen, oder? Von dem Dungeon. Aua. Und ich würde jetzt Yuga nochmal versuchen. Ich finde immer noch das hier ein bisschen merkwürdig. Warum ist das da? Ich weiß es nicht. Huh. Naja. Okay. Juhu, genau. Und hier war Boss. Okay, ich gehe nochmal in den Speichermodus und ich würde sagen, den machen wir nochmal kurz. Wir versuchen es zumindest. Spielstand speichern. Und dann probieren wir nochmal unser Glück gegen ihn. Letztes Mal war, wie gesagt, der Grund, wir hatten, glaube ich, keine so richtige Fernkampfwaffe. Zumindest kam er nicht rüber. Mal gucken, ob sich das jetzt ändert. Wir haben ihn schon mal erwischt. So ganz pikant auf der Ecke. Okay, geht schon mal. Auf jeden Fall. Ist ein bisschen umständlich, aber es ist möglich. Also wie gesagt, normalerweise halt mit dem Bogen easy peasy, ne? Hat er eigentlich eine zweite Phase oder ist das alles? Na gut, ist doch der erste Boss, ne? Er hat eine zweite Phase, okay. Alles klar. Oder? Ist er einfach nur schneller geworden? Ich mache immer noch genauso Schaden wie vorher. Ich glaube, er ist nur schneller geworden. Wollte er mich austricksen, habt ihr das gesehen? Aber nicht mit mir. So lustig, ey. Ganz merkwürdiger Bossfight. Ich glaube, im Bogen wäre es viel schneller gegangen. Aua. Meine Güte. Es wäre bestimmt 100-mal schneller gegangen mit dem Bogen. Ach Leute, komm. Reicht jetzt langsam. Dankeschön. Meine Güte. Okay. Herzcontainer. Und da ist der er hat den Kompass versteckt. Die Socke. Hat den Kompass versteckt. Okay. Ah, hier außerhalb haben wir noch was. Okay, da müssen wir nochmal hin. Und hier haben wir noch was. Aber der Herzcontainer ist erstmal Geld. Okay, schade. Und dann haben wir jetzt hier irgendwie. Okay, vielleicht gehe ich erstmal die andere Seite. Ich gehe erstmal so rum.
scheint aber auch falsch zu sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann man hier was falsch machen? Ich glaube nicht. So, hier gibt es erstmal die eine Schatzkiste wahrscheinlich. Oh Gott. Lalalala. Nenenene. So. Ich hätte erst die andere Seite gehen sollen, oder? Ich glaube, das wäre besser gewesen. 20 Rubine. Die Frage ist, haben wir jetzt auch was Neues getriggert dadurch, dass wir das gemacht haben? Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich hätte das die andere Seite machen sollen. Sorry, Leute. Aber so habt ihr noch ein bisschen länger... eine längere Aufnahme. Ist doch schön für euch, oder? So. Ja, ich mach den Dungeon jetzt so schnell fertig. Gibt's keine halben Sachen. So. Aber schön. Bin stolz auf uns. Wir haben zwei Dungeons in der Folge abgeschlossen. Aber auch nur Geld bekommen, ne? Also wieder nichts Nützliches. Nur Herzchen, Geld und... ich glaube, das war's. Maimais. Mehr haben wir nicht bekommen. So. Oh gut, wir haben den nächsten Dungeon abgeschlossen, Leute. Geilo. Oh. Okay, cool. Warum auch immer das ist... Habt ihr eine Ahnung? East Palace. Habt ihr eine Ahnung, warum das hier rumliegt? Wie er mit seinem imaginären Schwert schwingt. Wo bin ich jetzt hier? Hä? Warum? Ich will noch mal eine Sache kurz auschecken, bevor wir den Part beenden. Wieder so Überlänge. Ich will mal kurz gucken. Ja, guck mal, er kann nämlich jetzt hier auch was verkaufen. Das letzte Maimai hier. Dann ist er nämlich completed. Wohl. Hm. Wir könnten unsere Bomben upgraden oder den Windstab. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal so, wie ich bin. Oder? Was meint ihr? Gut, Leute. Das war es auf jeden Fall erstmal mit dieser Folge wieder. Im nächsten Part. Boah, wir haben viele Dinge, die wir noch abchecken können. Im nächsten Part geht's weiter. Aber wir kommen gut voran. Zwei Dungeons abgeschlossen. Schön in der Lichtwelt. Theoretisch können wir dann... ja, den Dungeon in der Wüste machen vielleicht. Wäre eine Idee, glaube ich. Okay, das war's von mir. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.